heutige Thema, es ist soweit, die Preise sind jetzt angepasst. Und es ging eher vom Anfang an, habe ich gedacht, ich mache dieses Livestreaming für die Kosmetikerinnen, die genau in dieselbe Situation oder in derselben Lage sind wie ich. Und dann habe ich gedacht, okay, aber vielleicht es wird auch interessant für die Endkunden, für meine Kunden. Und dass man weiß, was für Gedanken hat man eigentlich, wenn man so einen Kosmetiksalon hat und wie es ist. Und ich muss sagen, ich denke, alle. Ich werde nicht sagen alle, aber ich denke, viele sind schon Ende des Jahres mit den Preisen höher gegangen. Und es ist immer für uns als kleine Unternehmer so, wieder die Preise erhöhen. Für mich es ist es persönlich nicht die angenehmste Sache in meinem Business, aber es gehört dazu. Aber dann 2 Monate später nächste Preiserhöhungen kriegen von unseren Lieferanten. Oh, da war ich schon schockiert, muss ich sagen. Und ich habe mich so unwohl gefühlt bei dem, wo ich habe gesagt, was soll ich machen? Wie soll ich mit den Preisen wieder hochgehen? Ich habe Dezember erhöht und jetzt soll ich wieder im Februar erhöhen. Was soll ich machen? Es ist unfair für die Kunden, es ist unfair für die Frauen, weil die wollen sich einfach nur hübsch fühlen und sehen und die wollen sich etwas für sich gönnen. Und es ist nicht nur so dumme Kosmetik oder dumme Wimpern, es geht um das einfach das Selbstwert und das besseres Gefühl und wie nennt man das jetzt? Ja, ist egal. Und deswegen war ich so ein bisschen traurig oder in so einer Lage, wo ich wusste nicht, was soll ich machen. Und dann hatte ich vor, irgendwann mal, es war Mitte, Ende Januar, hatte ich ein Business Coaching gehabt und da war das sehr gut erklärt, wie es ist. Einfach die Preise sind einfach erhöht, die werden wieder erhöht und man weiß nicht, wo es geht. Und wann es endet. Und es ist so eine Kette, ja. Es fängt da oben, da zum Beispiel mit Energien, ja. Dann gibt es die Lebensmittel, die Miete, das, das, das. Und ist immer jemand, wer ist der Letzte auf die Linie und der kriegt das von beiden Seiten. Das heißt, es ist jemand, wer erhöht nicht die Preise und deswegen alles geht hoch und er erhöht nicht und dann von anderer Seite kriegt er weniger. Und da war das so schön gesagt, wirst du der Letzte sein, wirst du die Letzte sein, welche leidet. Und dann war ich, da habe ich wirklich so überlegt, ja, das stimmt, ich liebe, was ich mache. Ich liebe meine Ladies. Und es ist wunderschön, so eine Arbeit haben, wo man sich morgen zur Arbeit freut. Bei mir es ist es selten so, oh mein Gott, morgen ist Montag, ich muss arbeiten. Ich freue mich, wenn ihr kommt, ihr erzählt mir Geschichten. Ich denke, es ist schon so eine Beziehung, dass man sich gegenseitig freut auf sich. Und dann war das aber so, okay, ich muss mich schauen, was ich verdienen muss und was ich verdienen will. Und wenn mir meine Arbeit, welche ich liebe, das nicht gibt, dann muss ich etwas machen. Dann gehe ich irgendwo arbeiten und ich höre auf. Ja, weil ich sage, früher, wenn ich hier war als Mitarbeiter, das Erste, was ich habe im Gespräch gesprochen, wie viel Geld ich muss verdienen oder wie viel ich möchte. Und wenn ich aber das nicht gekriegt, dann habe ich das Angebot nicht genommen. Und dann, wenn man dann eigenen Salon hat, wenn man endlich mal das eigene Traum macht, dann ist es wirklich schwierig mit den Preisen hochgehen. Und ich denke, mit diesen Gedanken sind einige Kosmetikerinnen, vielleicht die große Firma nicht mehr, aber einige kleine Kosmetikerinnen oder Kosmetiksalons gegangen und haben überlegt, was macht man weiter, ja? Weil die Beziehung zwischen Kunden und immer wieder diese Erhöhung, das ist einfach bei uns Frauen, ich denke, ein bisschen so ein Kampf. Und mir hat wirklich sehr, sehr geholfen, dieses Business Coaching, was ich hatte, weil da haben die das so schön erklärt, dass ich das verstanden habe. Und das ist auch Grund, warum ich heute diese Livestreaming mache, dass wenn du ein kleiner Unternehmer bist, wenn du einen kleinen Salon hast oder wirklich etwas versuchst gerade aufbauen, guck dir, wo du möchtest in 5 und in 10 Jahren sein. Guck dir, wie soll dein Salon oder dein Studio aussehen, was du damit erzielen möchtest. Guck dir, wie viel Kosten hast du und wie viel Kosten werdest du später haben, ja, damit du damit rechnest. Und plan dir das, dass du ein Königreich bauen kannst, ja, weil ich sage ja, wir sind alle Königinnen und warum auch nicht? Wir waren immer irgendwann mal Frauen als Königinnen und deswegen, es ist unser kleines Beauty-Königsreich und man muss sich
wohlfühlend da. Man muss genug Geld verdienen, dass man nicht Anfang und Ende des Monats Stress, wovon man bezahlt, Rechnungen und so weiter. Und wenn du das weißt und dann wirklich systematisch planst, dann werdest du wunderschönen Beauty-Salon haben, wo du dich wohlfühlst und dann natürlich auch deine Kundinnen. Und leider, ich denke mir das so, dass unsere Dienste wären irgendwann mal als Luxusdienste. Weißt du, es war früher, okay, jeder könnte das machen, aber ich denke, die Situation, welche kommt, ich will das nicht böse sagen, aber ich denke, die Situation wird so, dass man wird überlegen, ob man sich Wimpern macht oder Lebensmittel kauft, ja. Und deswegen werde ich auch, jetzt habe ich die nächsten 5 Tage eine sehr intensive Fortbildung, wo ich ohne Internetverbindung, ohne alles bin. Deswegen, da gebe ich Gas. Und nachdem setze ich mich auch selber zu meinen Plänen, was ich will, was ich erzählen möchte, wie ich will leben und was ich will für mich machen und für meine Kunden anbieten, damit wir beide glücklich sind, beide Seiten, ja. Und deswegen, jetzt bin ich fein damit. Ich weiß, ich werde Preise erhöhen, aber ich denke, auch die Leute, welche zu mir kommen, sind okay damit, weil ich habe schon ein bisschen nachgefragt und jeder versteht das, ja. Man hat immer so schlechtes Gewissen, dass, oh mein Gott, aber jeder versteht das. Man sieht das, wenn man im Supermarkt geht, sogar ich, manchmal gucke so, oh mein Gott, meinen und die das jetzt ernst? Aber es ist so und wir können diese Zeiten nicht ändern. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwann mal günstiger wird, weil wenn wir uns einmal gewöhnen auf diese Preise, dann kommen wieder höhere Preise. Es ist so schon seit Jahren, ja. Ich erinnere nicht, dass wir sind irgendwann mal die Preise runtergegangen. Und deswegen, es ist so, man muss damit klarkommen und man muss einfach sich planen, was man erzielen wird in 5 Jahren, in 10 Jahren oder in 10 Jahren, dann in 5 Jahren und wo ist man heute? Und man muss einfach einen Plan bauen oder ein System haben, wie man schön mit den Schritten nach vorne geht, dass man wirklich das Leben lebt, welches man sich wünscht. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir innerlich ruhig und dann werden wir diese innere Ruhe ausstrahlen und dann werden auch Leute rund um uns glücklich. Deswegen so, es ist nicht nur bei uns in dieser Beauty-Branche, aber ich denke, bei jeder Frau, welche ist Unternehmerin und die weiß, was sie will und vielleicht ein bisschen Sorgen hat, wie es weitergeht. Aber man muss sich wirklich dazu sitzen, nicht nur jetzt in diese paar Minuten, wann ich rede, wenn ich jetzt rede, aber sich wirklich hinsetzen und aufschreiben, wo soll das Leben gehen, wie sollen die Ziele sein und wie soll dein Königsreich aussehen. Damit wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich werde jetzt ein paar Tage offline, wo ich mich sehr, sehr freue. Und dann werde ich mich auf jeden Fall danach melden, mit den ersten Emotionen, wie mir geht oder was hat mir das gegeben, weil ich habe schon sehr viel über dieses Training gehört, aber niemand sagt ganz genau was. Deswegen bin ich schon auch ein bisschen, extrem viel Freude habe ich, aber ein bisschen aufgeregt, weil ja, ich werde schauen, wo meine Grenzen sind und wo mein Leben gehen sollte. Weil ich habe schon ein paar Ideen, Pläne, was ich will und weiß ich eigentlich ganz genau, was ich will, aber ich weiß nicht, wie soll ich da kommen. Und deswegen, ich erwarte sehr viel davon und ich werde mich dann in ein paar Tagen bei euch melden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wunderschöne Woche. Heute ist Montag, dann genieße euch diese Woche und dass eure Träume und Pläne für diese Woche alle klappen.